almost heaven. West Virginia, Blue Ridge Mountains. Hallo Oma. Was machst du denn hier, mein Junge? Ihre Großmutter sagt, Sie sind irgend so ein bedeutender Umweltanwalt hier in Cincinnati. Ich bin Unternehmensanwalt. Das heißt? Ich vertrete Chemiefirmen. Na und? Jetzt können Sie mich vertreten. Wie viele Kühe haben Sie verloren? 190. 190 Kühe? Und jetzt sagen Sie mir, dass hier alles in Ordnung ist. Ich helfe einem Freund der Familie. Das ist nur eine ganz kleine Sache. Und das soll ich Ihnen glauben? Das sind Chemikalien, ich sag's Ihnen. Ich bin auf Dinge gestoßen, die ich nicht verstehe. Da ist irgendetwas richtig faul. Diese Chemikalie, was würde passieren, wenn man die trinkt? Es trinken? Das ist, als würde man eine Handvoll Nägel schlucken. Also woran sterben diese Kühe? Es ist das Trinkwasser. Deshalb ist besser leben mit Chemie unsere DNA. Rob, was zum Teufel ist da los? DuPont vergiftet uns wissentlich, Sarah. DuPont hat alles gewusst. Doch trotz ihres Wissens haben sie nichts unternommen. Wollen sie ihre Karriere im Klo runterspülen für einen Kuhbauern? Sie wollen alles, was sie wissen, über die Vorgehensweise von Chemiekonzernen einfließen lassen gegen DuPont wie ein Informant. Habe ich recht? Habe ich recht? Habe ich recht? Ja. Solche riesigen Konzerne wie DuPont haben jede Menge Zeit und Geld. Glauben Sie mir. Wir müssen uns auf alles gefasst machen. Sie werden versuchen, den Fall in die Länge zu ziehen, damit uns das Geld ausgeht und wir aufgeben müssen. Rob hat alles riskiert und sich aufgeopfert, weil er Gerechtigkeit will. Das ganze System ist korrupt. Wir sollen denken, dass es uns beschützt, aber das tut es nicht. Wir beschützen uns. Nur wir. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains. Hallo Oma. Was machst du denn hier, mein Junge? Ihre Großmutter sagt, Sie sind irgend so ein bedeutender Umweltanwalt hier in Cincinnati. Ich bin Unternehmensanwalt. Das heißt? Ich vertrete Chemiefirmen. Na und? Jetzt können Sie mich vertreten. Wie viele Kühe haben Sie verloren? 190. 190 Kühe? Und jetzt sagen Sie mir, dass hier alles in Ordnung ist. Ich bin auf Dinge gestoßen, die ich nicht verstehe. Das sind Chemikalien, ich sag's Ihnen. Diese Chemikalie, was würde passieren, wenn man die trinkt? Es trinken? Das ist, als würde man eine Handvoll Nägel schlucken. Deshalb ist besser leben mit Chemie unsere DNA. Also woran sterben diese Kühe? Es ist das Trinkwasser. Wollen Sie Ihre Karriere im Klo runterspülen für einen Kuhbauern? Rob, was zum Teufel ist da los? DuPont vergiftet uns wissentlich, Sarah. DuPont hat alles gewusst. Rob hat alles riskiert und sich aufgeopfert, weil er Gerechtigkeit will. Sie wollen alles, was Sie wissen, über die Vorgehensweise von Chemiekonzernen einfließen lassen gegen DuPont wie ein Informant. Habe ich recht? Ja. Solche riesigen Konzerne wie DuPont haben jede Menge Zeit und Geld. Glauben Sie mir. Mein Bruder ist tot. Er hinterlässt seine Frau und drei kleine Söhne. Wir haben ihn vertraut, Rob. Das ganze System ist korrupt. Wir sollen denken, dass es uns beschützt, aber das tut es nicht. Wir beschützen uns. Nur wir. Almost heaven, West Virginia. Wie viele Kühe haben Sie verloren? 190. 190 Kühe? Und jetzt sagen Sie mir, dass hier alles in Ordnung ist. Nicht nur Tiere, sondern auch fast alle Menschen haben Rückstände hochgiftiger Chemikalien im Blut. Wie kann das sein?
Das sind Chemikalien, ich sag's Ihnen. Ich bin auf Dinge gestoßen, die ich nicht verstehe. Da ist irgendetwas richtig faul. In Vergiftete Wahrheit erzählt Regisseur Todd Haynes die wahre Geschichte einer gigantischen Umweltkatastrophe, besser bekannt als der Teflon-Skandal. Diese Chemikalie, was würde passieren, wenn man die trinkt? Es trinken? Das ist, als würde man eine Handvoll Nägel schlucken. Also woran sterben diese Kühe? Es ist das Trinkwasser. Ich hatte wie viele davon gehört, dass Teflon gefährlich ist. Aber diese Story haute mich um. Rob, was zum Teufel ist da los? DuPont vergiftet uns wissentlich, Sarah. DuPont hat alles gewusst. It's astonishing. Es ist erstaunlich, ärgerlich und erschreckend in vielerlei Hinsicht, wie dieser eine Mann plötzlich in die Situation kam, diese Machenschaften zu untersuchen und aufzudecken. Das ist wirklich eine fesselnde Story für einen Film. Ihre Großmutter sagt, Sie sind irgend so ein bedeutender Umweltanwalt hier in Cincinnati. Ich bin Unternehmensanwalt. Das heißt? Ich vertrete Chemiefirmen. Na und? Jetzt können Sie mich vertreten. Rob Bilott, ein Unternehmensanwalt, wird von einem Farmer angesprochen, den er noch aus seiner Jugend kennt. Er erzählt, dass seine Kühe sterben in der Nähe einer DuPont-Deponie. Ich helfe einem Freund der Familie. Das ist nur eine ganz kleine Sache. Und das soll ich Ihnen glauben? Rob übernimmt den Fall kostenlos und beginnt zu untersuchen, was passiert ist. Und je mehr Beweise er sammelt, desto beunruhigter ist er. Wissen Sie, was dieses Wort bedeuten soll? Rezeptoren? Es bedeutet in dem Fall Menschen. DuPont bezeichnet die Männer und Frauen, die in ihrem Unternehmen C8 ausgesetzt wurden, als Rezeptoren. Das ist ihr Rezeptor. Wir haben uns an Heldenfiguren gewöhnt, die überlebensgroß sind. Doch Rob Bilott ist ein eher unauffälliger Mann. Seine heldenhaften Qualitäten sind unaufdringlich und nicht unbedingt das, was die Gesellschaft honoriert. Aber es sind genau die Qualitäten, die es ihm erlauben, die Welt zum Besseren zu verändern. Für uns. Rob hat alles riskiert und sich aufgeopfert, weil er Gerechtigkeit will. Ich las die Story in der New York Times und nahm Kontakt zu Rob Bilott auf, dem Anwalt, der eine der größten Chemiefirmen der Welt in die Knie zwang. Mark wollte wirklich verstehen, welche Auswirkungen ein Fall wie dieser auf mein Privatleben hatte. Seine Leidenschaft und sein Engagement, das Ausmaß dieser Bedrohung zu verdeutlichen, waren wirklich enorm. Doch trotz Ihres Wissens haben Sie nichts unternommen. Wollen Sie Ihre Karriere im Klo runterspülen für einen Kuhbauern? Ich hoffe, dass die Zuschauer sehen, dass die Kraft und die Hartnäckigkeit eines Einzelnen tatsächlich etwas verändern kann. Dafür genügt schon ein einzelner Mensch, ein Farmer, eine einzige Gemeinde, um es mit denen aufzunehmen, die zunächst wie eine unbesiegbare Macht erscheinen. Sie wollen alles, was Sie wissen, über die Vorgehensweise von Chemiekonzernen einfließen lassen gegen DuPont wie ein Informant. Habe ich recht? Habe ich recht? Habe ich recht? Ja. Zu den großartigsten Dingen des Films gehört, dass er erzählt, was für diejenigen auf dem Spiel steht, die die Wahrheit aufdecken. So viele Leute gefährden lieber das Leben anderer Menschen, als ihre Karriere aufs Spiel zu setzen. Vielleicht ermutigen wir durch diese Geschichte ja noch mehr Menschen, die Wahrheit zu sagen. Solche riesigen Konzerne wie DuPont haben jede Menge Zeit und Geld. Glauben Sie mir. Es ist die Story eines Mannes, der sich gegen das System stellte und einen unvorstellbaren Machtmissbrauch enthüllte. Diese gewaltigen Probleme auf solche Art und Weise anzugehen, nur so verändert man die Welt zum Guten. Das ganze System ist korrupt. Wir sollen denken, dass es uns beschützt, aber das tut es nicht. Im Stile eines packenden Justizthrillers erzählt Regisseur Todd Haynes die aufrüttelnde Geschichte eines der größten Umweltskandale aller Zeiten. Wir beschützen uns. Nur wir. Vergiftete Wahrheit. Ab 8. Oktober im Kino.